Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Manchester United Karriere hier in PES 21. Heute starten wir rein in der Stamford Bridge gegen Chelsea in die Premier League. Ein Top-Duell würde man meinen. Es ist ja auch ein Top-Duell, wenn man sich die Namen anhört. Tatsächlich ist Chelsea aber nur auf dem 9. Tabellenplatz. Wir, ja, thronen auf dem 1. und sind dementsprechend hier heute der klare Favorit. Später geht es aber in ein wirkliches Top-Duell noch hinein. Währenddessen hier, glaube ich, ein leichter Grafikbug in diesem Stadion ist, weil alles ein bisschen sehr überbelichtet ist. Aber ich denke, für das eine Spiel wird das passen. Nachher wird es in ein richtiges Topspiel hineingehen. Und zwar gegen Manchester City. Das ist das Duell dann 1. gegen 2. Wir sind aktuell 1. Manchester City 2. Nur 3 Punkte hinter uns. Dementsprechend, das wird richtig spannend. Rashford mit dem ersten Ball auf Haaland. Da ist Haaland gleich am Ball. Erling Haaland. Oh, und super abgegrätscht vom Verteidiger von Chelsea. Haaland zuletzt bei diesem Wahnsinnsspiel gegen Inter Mailand nicht dabei gewesen. Wenn ihr das verpasst habt, die letzte Folge, die gestern online kam, weil wir uns gerade in der Manchester United Woche befinden. 7 Tage lang, jeden Tag. Mindestens mal eine Folge der United Karriere, vielleicht an manchen Tagen auch 2. Mal gucken, wie viel ich produzieren kann. Und da war er nicht am Start bei diesem Wahnsinnsspiel. Falls ihr das verpasst habt, auf jeden Fall nochmal reingucken. Havertz auf Tammy Abraham. Da sind wir davor. 2. Ball ist aber noch scharf. Boah, Pulisic rutscht da voll in die Luft rein. Berge hat schon die gelbe Karte gesehen. Jetzt auch die erste Seite auf Chelseas Seite. So ist es richtig. Also es ist ein hart geführtes Duell hier in den ersten knapp 20 Minuten. Noch aber ohne die ganz großen Torchancen. Klar, Haaland hatte da schon eine etwas größere. Luke Shaw jetzt über den Flügel für Marcus Rashford. Kanté stellt ihn. Goretzka. Rashford kriegt ihn nochmal verfolgt von Rüdiger, aber da zieht Rashford sehr, sehr stark in die Mitte. Abgefälscht und dann Mondi im Tor. Ohne größere Probleme. Oh, Tammy Abraham. Erster Abschluss für Chelsea. Berge und unten wartet Llorente. Sehr schön gespielt. Sander Berge, der spielt sich aktuell echt in die Startformation, weil der einfach mit seinen Pässen da aus der 6er Position heraus immer wieder die Tiefe sucht. Und immer wieder Spieler ganz toll in Szene setzt. Hier wieder einmal den Spanier Llorente. Erste Ecke. Marcus Rashford tritt das Ding auf Haaland. Boah, schon wieder ein Foul. Das wird ihn... Na, es gibt nicht gelb, aber... die springen hier so rein in die Zweikämpfe. Mason Mount dieses Mal gegen Berge. Guckt euch das an. Wieder, also für mich ist das auch gelb. Aber okay, es ist ein hart geführtes englisches Duell eben. Abraham! Boah, da setzt sich Tammy extrem stark durch. Damit hatte ich nicht gerechnet. Timo Werner übrigens nur auf der Bank. Tammy Abraham wird ja wohl in echt, glaube ich, Chelsea jetzt verlassen. Und ich glaube, zu West Ham ist ein Gerücht wechseln. Da Romelu Lukaku ja zu Chelsea kommen wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es zwar nur ein Gerücht, aber... ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es passieren wird. Alonso, Kanté, Chelsea bleibt dran. Azpilicueta, der Ball rein und dann Marcos Alonso mit dem... Heißt er so? Heißt er Marcos? Wie heißt der denn? Alonso und wie heißt er mit Vornamen? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein Spanier, der Typ. Wie heißt er mit Vornamen? Das ist... katastrophal, dass ich das nicht weiß. Marcos Alonso, ja. Okay, der vergibt hier die Riesenchance, aber mit rechts das Ganze. Und der Typ ist natürlich jetzt Linksverteidiger, auch Linksfuß. Leon Goretzka muss nochmal abdrehen hier kurz oder Pause, dann Ball. Oh, da kommt der Ball fast noch zu Haaland durch. Es geht mit 0-0 hier in der Stamford Bridge, also in die Pause. Beide Mannschaften hatten Chancen, es ist eine körperlich geführte Partie. Aber so die ganz großen Chancen waren noch nicht dabei und deshalb stimmt das Ergebnis zur Pause. Llorente, gar nicht schlecht. Erster Abschluss und Durchgang 2, gibt den ersten Wechsel. Giroud, der Mann, der jetzt zu AC Milan spielt, kommt rein für Tammy Abraham. Luke Shaw, die Flanke ist nicht schlecht. Thiago Silva ist da, 2. Ball, Goretzka, Tor. Ich glaube, der war abgefälscht. Goretzka macht es. Hat der schon mal ein Tor für uns gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch sein Premierentreffer.
Leon Goretzka mit dem 1:0 in dieser Partie. Sehr, sehr stark und da ist das Publikum aber ganz, ganz still. Und ich glaube, es war ein bisschen glücklich, dass das Ding so am Ende dann reingegangen ist, aber wir nehmen das mit und ich muss einfach sagen, diese Trikots sehen nicht geil aus. Die Trikots sehen echt nicht so super cool aus, finde ich. Aber okay. Flanke von Shaw, gut, dann auch, ja, okay geklärt. Und dann Thiago Silva, der erst den Ball zu Sancho klärt, der dann auf Goretzka spielt. Dann ja, ist es Thiago Silva wieder, der das Ding unhaltbar für Mondi im Tor abfälscht. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob Mondi den vielleicht auch gehabt hätte, wenn er nicht abgefälscht wäre. Ah, und jetzt kommt Timo Werner, Giroud geht wieder raus. Alles klar. Da ist auf jeden Fall Lampard, der hier noch Trainer ist, sich aber ganz, ganz sicher, was er da mit Giroud anstellt. Oh, Werner, gleich die erste Aktion für ihn. Shaw. Und da ist Sancho, kriegt er den runter. Sancho immer noch, oh, Kuddelmuddel. Und dann Bergi. Uff. Ja, der Junge hat Selbstvertrauen, gibt sogar noch den Eckball für uns. Aber gute Flanke von Shaw und dann Sancho mit ein bisschen Glück, kriegt er den halt besser runter. Sancho jetzt mit dem Kopf. Das ist nicht seine Paradedisziplin. Oh, super gespielt von Chelsea. Mason Mount. Und David De Gea ist zur Stelle. Wir klären. Und Sancho kriegt das Ding sogar abgegritscht dann von Alonso. Weiter geht es. Vielleicht ist hier noch was drin in dieser Situation. De Ligt ganz weit vorne. Berge. Ja, da kommt Werner mit ganz viel Tempo. Arbeitet hier stark mit nach hinten mit. Rashford. Haaland. Haaland geht an Kanté vorbei, aber Mondi ist zur Stelle. Rashford, Marcus Rashford, nochmal der Abschluss. Wieder kommt er nicht durch und der Ball ist Ewigkeit nicht mehr im Aus gewesen. Ich würde echt gerne nochmal wechseln, aber dafür muss der Ball halt mal ins Aus. Oh, Werner und De Gea. Erneut zur Stelle, 5 Minuten sind es nur noch. Ja, aber der Ball kommt direkt zurück, Pulisic. Und Matthijs de Ligt mit gutem Einsatz und dann schlägt er das Ding ins Aus. Wir nutzen das auch nochmal für den Wechsel. Chelsea hat auch nochmal gewechselt. Sie bringen, ich glaube, Kovacic für Ziyech. Ja, und wir wollen auch wechseln, so gut es geht. Und zwar kommt einmal Diallo als auch Mason Greenwood. Und dann bringen wir noch Klostermann in die Partie. Dreifach Wechsel für die letzten paar Minuten. Einfach nochmal ein paar frische Jungs reinbringen. Nochmal Chelsea. Die haben hier noch die Chance auf das Unentschieden. Kai Havertz schlägt das Ding rein auf Werner. Maguire ist da. Llorente muss erstmal klären. Ball im Aus. Letzte Minute läuft. Wie viel Nachspielzeit wird es hier noch geben? Ich schätze mal 2-3 Minuten, viel mehr kann es nicht sein. 2 Minuten sind es auch nur. Kann Chelsea hier noch den Last-Minute-Ausgleichstreffer setzen? Timo Werner hat Platz. Und der Ball ist im Netz. Der Joker ersetzt. Ganz bitter. Ganz bitter für uns. Aber das Ding ist drin. Und es zählt. Eine Minute vor dem Ende macht Werner das Ding hier in der Nachspielzeit. Ja, wir stehen schlecht. Aber ja, die Jungs im Mittelfeld, die können nicht mehr. Darauf werde ich gleich nochmal im Menü zu sprechen kommen. Aber ja, da im Mittelfeld, da kann keiner mehr den Ball hinterherlaufen. Dann ist es halt, ja, auch stark von Timo Werner gemacht. Keine Chance daher, den zu halten. Der Ausgleichstreffer für Chelsea ganz spät in dieser Partie. Und Chelsea macht noch weiter. Chelsea macht noch weiter. Werner. Timo Werner. Pulisic und De Ligt. Mein Gott, jetzt hätten wir hier das Ding fast noch verloren. Am Ende steht also das Unentschieden. Ja, es geht in Ordnung. Chelsea hat hier gut mitgespielt und wir waren vorne einfach nicht zielführend genug und haben dann einmal hinten nicht genug aufgepasst. Wir hatten zwar ein leichtes Chancen-Plus, aber am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Ja, das bringt vor allem Manchester City ordentlich was, denn die kommt bis auf einen einzigen Punkt an uns heran. Und wie gesagt, später gibt es noch das direkte Duell gegen die Citizens. Jetzt aber zu dem, was ich ansprechen wollte. Und zwar werden wir in der Wintertransferphase dieser letzten Saison noch einen Transfer tätigen. Es wird mit Raphael Varane wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dafür brauchen wir nochmal einen neuen Mann im zentralen Mittelfeld. Denn, ihr habt es vielleicht gesehen, wir können fast nicht auswechseln auf dieser Position. Warum ist das so? Das ist so,
weil wir in die Saison gegangen sind mit einem System mit einer Fünferkette und nur zwei zentralen Spielern. Und da hatten wir dann genug Auswechselmöglichkeiten. Es fehlt jetzt aber immer mal wieder ein Spieler und da sind die fünf Spieler, die wir im Kader haben, einfach zu wenig. Also Van de Beek, McTominay, Berge, Goretzka und Llorente, wenn da mal ein paar ausfallen, dann wird es halt richtig, richtig eng auf der Bank. So wie im letzten Spiel, da hatten wir keinen Spieler, den wir dort hätten wechseln können. Deshalb will ich da einen sechsten Spieler noch holen und wir können einen Innenverteidiger noch abgeben, weil wir jetzt eben mit der Viererkette spielen. Und ich denke, wir werden auch bei der Viererkette bleiben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben hier immer noch das Angebot für Bailly von Real Betis, was wir jetzt verhandeln werden, so auf 15 Millionen. 15 Millionen, dann würde ich das annehmen. Und dann hätten wir immer noch mit Koundé und Tourensebe zwei sehr, sehr gute Ersatzmänner. Und Klostermann kann auch noch in der Innenverteidigung spielen. Also da sind wir gut aufgestellt dann, auch wenn ein Varane wahrscheinlich leider nicht kommen wird. Das wäre natürlich ideal, wenn wir den noch bekommen. Dann könnten wir noch einen Innenverteidiger abgeben, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Deshalb jetzt ein Scout unterwegs, der nach einem zentralen Mittelfeldspieler suchen soll, der uns direkt weiterhilft. Am liebsten wäre mir da ein Spieler, der sowohl ZDM als auch ZM spielen kann. Wir hätten hier einen Arthur schon gescoutet, aber auf den habe ich jetzt nicht so Lust. Ebenso wenig auf Kroos, weil den hatten wir auch schon in PES 20 verpflichtet. Für die heutige Simulation haben wir allerdings kein Problem im Mittelfeld. Da sind alle Spieler soweit fit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich. Damit gehen wir rein gegen Bournemouth. Das muss ein Sieg werden. Wird es auch 3:0. City gewinnt auch. Damit bleibt es sehr, sehr spannend vor unserem direkten Duell. Und jetzt geht es noch in die Champions League. Da brauchen wir, glaube ich, einen einzigen Punkt auswärts in Celtic. Das simulieren wir auch. Und dann wären wir sicher Gruppenerster. So, jetzt haben wir ein Angebot für Amad Diallo. Das nehmen wir auf jeden Fall ab. Und eine Antwort von Betis. Ja, die wollen 14 Millionen sollen sie mir auf den Tisch legen. Dann machen wir das. Sonst warten wir nochmal auf andere Angebote. Aber das Geld will ich dann doch haben. Heute werden wir auf einige Spieler wieder einmal verzichten müssen. Komm, Williams spielt heute mal von Anfang an. Wan-Bissaka spielt und Harry Maguire als auch Koundé werden spielen. Und ja, wir werden natürlich versuchen, ein bisschen zu schonen für das direkte Duell gegen City. Dementsprechend, ach komm, Pedestri kann man von Anfang an spielen. McTominay brauche ich in diesem Duell. Ich brauche den in diesem Duell unbedingt. Dementsprechend geht der heute auch mal auf die Bank. Und damit springen wir rein gegen Celtic. Wir gewinnen das Ganze. Inter gewinnt und damit ist Paris aus der Champions League in der Gruppenphase bereits ausgeschieden. Sie werden nur Dritter und dürfen jetzt Euroleague spielen. Das ist sehr, sehr interessant. Real wird nur Zweiter hinter Brügge. Das ist auch interessant. Barca wird Letzter. Okay, kann ich mir vorstellen, wenn Messi weg ist. Aber hier haben sie ja noch Messi, der sogar Weltfußballer wurde. Und dann Arsenal vor Juve tatsächlich, auch das ist stark. City ganz souverän vor Leipzig, Atletico vor Porto, Bayern vor Midtjylland und Monaco vor Liverpool. Sehr, sehr krass. Viele Überraschungen. Mal gucken, wer unser Gegner im Achtelfinale dann wird. Und damit wird es Zeit fürs Top-Duell. In der Premier League im Etihad Stadium empfängt Manchester City Manchester United. Das Stadtderby, es geht in eine weitere Runde und lang ist es her, dass es mal so entscheidend war für die Meisterschaft. Denn heute ist es wieder soweit, City gegen United, die beiden Top-Favoriten auf die Meisterschaft stehen sich gegenüber. United einen Punkt vor Manchester City in der Tabelle. Heute kann es sich also ändern bei einem Sieg von City. Und wenn wir gewinnen, dann könnten wir bis auf 4 Punkte davonziehen. Das wäre auf jeden Fall auch ein absoluter Erfolg. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf diese spannende, hochspannende Partie. Zwei Top-Teams, die heute aufeinandertreffen. Hier natürlich City noch ohne Grealish und ohne einen womöglichen Harry Kane-Transfer. Bin da auch sehr, sehr gespannt, ob sie den in der Realität auch noch verpflichten können. Wir gucken auf unsere Startformation. Nein, wir starten natürlich mit City. Lopez im Tor, Walker, Stones, Laporte und Zinchenko, Fernandinho, Bernabé. Dann haben wir De Bruyne, Sterling, Rodrigo und Gabriel Jesus. Ja, das ist ein bisschen überraschend, dass die so spielen. Also dieser Bernabé, den habe ich noch nie gehört. De Gea bei uns im Kasten, Wan-Bissaka, De Ligt, Maguire, Klostermann, Berge, Goretzka, McTominay, Rashford, Sancho, Haaland. Ich würde sagen, bei uns wenig Überraschungen. Klar, links hätte Shaw spielen können, im Zentrum hätte vielleicht noch ein
Van de Beek anstelle von McTominay spielen können, aber ansonsten ist das die Mannschaft, die man erwarten konnte. Und damit starten wir rein in dieses Derby. Erste Minuten gehören City stark. Sancho mit Körper gegen Sterling. Ja, ich spiele heute mal auf etwas defensiverer Grundeinstellung. Denn vor City habe ich echt Respekt. Die haben uns, glaube ich, in der letzten Saison mal mit 4:0 abgefertigt. Dementsprechend müssen wir hier richtig aufpassen und werden erstmal versuchen, auf Konter zu gehen. Aber ja, bis jetzt ist es vor allem City, die hier uns hinterherlaufen lassen. Das kann natürlich auf Dauer auch ziemlich an die Psyche gehen. Oh, da rutscht der Ball fast durch. Klostermann rutscht vorbei. Bernabe wäre da fast zur Stelle gewesen. Das gibt die erste gelbe Karte nach diesem klaren Foul. Da kann man auch über Rot nachdenken. An Leon Goretzka von Kevin De Bruyne. Erste Ecke folgt auf den Fuß. Da ist Kevin De Bruyne wieder kurz auf Kyle Walker. Aber, ja, Berge, aber dann ist da eben nochmal KDB zur Stelle. Legt ihn jetzt ab. Nochmal abgelegt und nochmal und dann Sancho. Sancho kriegt den irgendwie raus. Ja, Haaland, kommt der ran? Nee, gute Konterabsicherung auch von City. Boah, super Ball auf Haaland. Erling Haaland, rutscht er rein? Nein, er bleibt vor der Linie liegen. Aber was für ein Pass. Grandios und ich glaube Jadon Sancho war es. In den Lauf von Haaland. Super Ball. Die Flanke nochmal in Richtung Haaland. Aber es bleibt bei dieser ersten Gelegenheit für uns. Riesenchancen auf der anderen Seite. Die Kontergelegenheit, der Ball ist zu lang für Raheem Sterling. Da ist Matthijs de Ligt zur Stelle. Boah, nächstes Foul. Boah, und zum Glück war es ein Foul. Wenn Jesus da den Ball trifft, dann ist Rodrigo durch. Die zwei Brasilianer da vorne im Sturm von City. Gefällt mir eigentlich gut, diese Kombination. Hier aber noch keine gelbe Karte für den immer noch jungen Angreifer der Citizens. Nächste Chance für die Sky Blues. Da ist Jesus. Und der ist drin. 1-0 City. Macht er stark und da gibt's das Konfetti. Ah, bitter. Bittere Pille. Ja, wir haben hier wieder nicht genug Zugriff auf Fernandinho bekommen und dann ja, sind es die drei Brasilianer am Ende des Tages dann sogar, die hier das Tor machen. Fernandinho, Rodrigo, der weiter für Jesus genau durch die Schnittstelle und dann kommt Matthijs de Ligt so knapp zu spät, dass es richtig bitter ist. Scott McTominay. McTominay! Und das zweite Mal, dass der Portugiese Lopez eingreifen muss. Oh, der Abwurf ist... Och Mann, Rashford, bitte. Den hätte er so abfangen können. Oh, City jetzt mit ein paar Ungenauigkeiten. Das könnten wir vielleicht gleich mal ausnutzen. Diese Gretchen von City, das ist... Ja, Bernabe, jetzt ist es mal wieder ein Foul gewesen. Aber die Gretchen so häufig in diesem Derby, das war letzte Saison schon so, meistens sogar fair und holen so immer wieder die Bälle von uns. Also man darf wirklich nur ein paar Sekunden den Ball am Fuß haben, weil sonst grätscht da gleich wieder einer rein. Und Haaland jetzt? Nee, der kriegt da nicht genug kontrolliert. Kurz vor der Pause, 5 Minuten sind es noch. Raheem Sterling, grandioser Pass für Jesus, aber Harry Maguire zur Stelle. Wieder Jesus, aber dankbarer Ball für David De Gea. Die spielen auch ein echt gutes Pressing. Es ist immer wieder krass, wie gut, wie viel besser City vor allem als alle anderen Teams ist. Das wundert mich jedes Mal aufs Neue. Eine Minute obendrauf gibt es jetzt noch. Nochmal ein langer Ball. Vielleicht funktioniert das ja. Stones aber da zu sicher hinten drin. Zusammen mit Laporte. Die halten den Kasten hinten sauber. Verdiente Führung für City zur Pause. Goretzka, guter Ball für Haaland. Haaland, den kann er aber nicht aufs Tor ziehen. Ja, da würde safe einer rankommen. Sancho mit der Hereingabe. Kyle Walker klärt erstmal. Sander Berge muss suchen. Probiert es mit dem Risikoball. Der kommt aber nicht durch. Ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es einen Konter für City. Wieder geht's übers Zentrum. Fernandinho. Und da sind wieder diese Brasilianer. Rodrigo. Und De Gea. Oh, kein Abseits. Aber De Gea mit einer Wahnsinnsparade. City startet wieder mega gefährlich rein.
in diesem zweiten Durchgang. Oh, schon wieder, ja. Jetzt gibt es einen Freistoß, Foul von Berge. Klares Foul auch. Ich hatte gehofft, dass ich da irgendwie noch an den Ball rankommen könnte. Aber dann, ja, es ist natürlich ein klares Foul und auch eine klare gelbe Karte und eine gute Freistoßposition für KDB. Oh, ich habe so Angst davor. Oh, Berge auf der Linie macht er seinen Fehler selbst wieder gut. Ich weiß nicht mal, ob KDB geschossen hat, weil ich mich so darauf konzentrieren musste, dass ich den Norweger da auf die Linie stelle. Jetzt die Konterchance zu Haaland. Haaland, wird das was? Er muss so ein bisschen da rumkurven, denn da kann er sich safe nicht durchsetzen. Wenn das kein Foul... Ja, ich wollte gerade sagen, also das war ja mal gar nicht beigespielt. Gibt aber auch hier keine gelbe Karte für Stones. Oh, weiß nicht, ich finde, da kann man schon mal die gelbe Karte wieder rausholen. Aber eine nicht ganz schlechte Freistoßmöglichkeit für uns. Marcus Rashford wird ihn hereingeben und dann Maguire. Ja, nächstes Foul. Also jetzt muss er mal eine Karte zeigen. Wieso ist das nicht gelb, Mann? Die grätschen hier rein wie sonst was. Aber es gibt keine weitere gelbe Karte für Fernandinho hier. Gegen Scott McTominay. Und das ist auch wieder klar. Wieder klar. Es ist, ja, natürlich auch kein ganz hartes Foul, aber das, da kann man mal gelb geben. Bernardo Silva kommt rein für Bernabe, also einer, der bereits gelb gesehen hat. Jetzt vom Feld. Und wir machen gar nichts aus diesem Freistoß. Ich denke, wir werden auch bald mal wechseln. Denn, ja, irgendwas müssen wir ja tun. Oh, so stark gemacht, so stark gespielt von City. Und dann Scott McTominay mit seinem Körper. Genau dafür spielt er heute, um gegen den Kyle Walker auch mal gegenhalten zu können. Klostermann kommt dann nicht vorbei. Ball ist aber noch in unseren Reihen. Rashford, jetzt müsste Klostermann mal überlaufen. Tut er auch. Wieder McTominay. Ja, und dann ist es echt eng da hinten. Konterchance für City. Denn jetzt fehlt natürlich Lukas Klostermann. Hinten bei uns in der Abwehr können die Sky Blues das nutzen. Abgefälscht und übers Tor. Die Ecke haben beide Mannschaften genutzt zum Wechseln. De Bruyne runter für irgend so ein Herrera. Und bei uns ist ja auch was passiert. Amad Diallo kommt für Rashford, als auch Van de Beek für Berge. Und McTominay übernimmt jetzt die 6er-Position. Zweite Ecke in Folge für United. Zinchenko schlägt sie jetzt, nachdem KDB raus ist. Und genau dieser Herrera macht das 2:0. Das kann es doch nicht sein. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Aber er macht das Tor. Mann, wieso haben wir denn so ein Pech? Oh, dieses Gegentor war nun wirklich ein 50-50-Ding. Also mit ein bisschen Glück springt der Ball woanders hin und dieses Tor fällt nicht. Bittere Pille. Ja, ganz, ganz bitter. 2:0, Manchester City, 10 Minuten, glaube ich, knapp nur noch auf der Uhr. Das sieht hier danach aus, als würden die Sky Blues die Tabellenführung übernehmen. Klostermann, Haaland. Haaland kriegt das Ding. Oh, katastrophaler Querpass. Das war gar nichts von Haaland. Und es laufen die letzten 7 Minuten. Und City macht weiter. Die überlassen uns jetzt hier nicht das Spiel. So kennt man Manchester City. Jetzt gehen sie aufs 3:0. 3 Minuten Nachspielzeit bei dieser Partie jetzt noch auf der Uhr. Nochmal ein langes Ding. Diallo. Kann er sich hier durchsetzen gegen Zinchenko? Und das sind diese Grätschen, die ich meine. Die hauen ja einfach alles rein. Und diese Grätschen, die sind so OP. Die gibt es sonst nicht. Also kein anderer Gegner grätscht so rein und trifft dann auch noch fast immer den Ball. Nochmal Diallo und... Ne? Genau die Grätsche meine ich. Das ist anders gegen Man City. City gewinnt, verdient dieses Top-Duell, übernimmt damit die Tabellenführung in der Premier League. Und wir müssen das jetzt hier erstmal ein bisschen analysieren. Ja, sie waren wieder die deutlich bessere Mannschaft in beiden Halbzeiten. Halbzeit 2 fast noch mehr als in Halbzeit 1. Das ist einfach überragend, was sie hier spielen. Das ist überragend. Da kann man sehr, sehr wenig immer gegen ansetzen. Haaland hatte die eine Riesenchance zum Beginn. Ich glaube, irgendwann, ja, relativ früh in der ersten Halbzeit. Die müssen wir nutzen. Das hat nicht geklappt. Und dann ein glücklicher Eckballtreffer entscheidet am Ende hier, dass wir, ja, verlieren. Klar, vorher auch schon ein Tor, aber
Dieses 2-0, das war dann der Bruch, da war klar, City wird das Ding hier heute gewinnen. Und damit, wie angesprochen, City Erster in der Tabelle, wir müssen jetzt dranbleiben. Letzte Saison wurden wir auch irgendwann von City überholt, deutlich früher glaube ich, und sind dann nicht mehr dran geblieben und mussten am Ende noch um die Champions League Quali, glaube ich, fighten. Jetzt heißt es dranbleiben, gute Ergebnisse in der nächsten Folge wiederholen und dann, ja, dann einfach weiter. Einfach weiter, ich glaube, wir werden jetzt noch ein paar Spiele simulieren. Und vielleicht gibt es ja auch was in Sachen Scout. Ja, morgen ist ein neuer Tag. Genau das ist das, was ich sage. Bezogen von Manchester City. War unsere erste Saisonniederlage in der Liga. In der Champions League haben wir ja schon verloren. Gegen Celtic Glasgow. Ja. Okay. Gucken wir rauf auf den Scout. Hä? Der soll ZM suchen. Und wen findet er? David Alaba. Cool. Ja, klar. Der kann das spielen. Okay. Ja, verstehe ich schon. Aber... nee, werden wir nicht machen. Der wechselt zu Real Madrid in echt und wir hatten ihn auch schon mal geholt letztes Jahr. Das hier finde ich schon viel interessanter. Milinkovic-Savic, sehr, sehr guter Mann. Machen wir mal ein Angebot. Ich sage noch nicht, dass er es wird, aber kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Denn das ist ein richtig, richtig guter Spieler. So, dann haben wir noch eine Neuigkeit bei Lee, würde ich mal schätzen. So sieht es aus, die würden 14,2 Millionen zahlen. Da machen wir das, er geht zurück nach Spanien und wir werden dafür im Winter nochmal einen 8er bzw. 6er holen. So, wir gehen jetzt noch vor, ich denke, bis ins Transferfenster. Ja, und dann, boah, ich weiß gar nicht, welche Partie ist denn als nächstes? Wir gehen bis zum Spiel gegen Leeds noch. Das gibt es dann in der nächsten Folge, darauf habe ich Lust, gegen Leeds. Das ist ja auch ein Derby, darauf freue ich mich. Die Top-Teams haben wir jetzt in der Hinrunde alle abgearbeitet. Dementsprechend kommt da erstmal nichts mehr. Und ja, deshalb noch ein paar Simulationen jetzt hier schnell hinterher. Die erste startet gegen Burnley. Da gehen wir rein, hoffentlich mit einem Sieg. 5:1, City verliert. Und damit waren sie nur ganz, ganz kurz Tabellenführer. Wir übernehmen wieder die Führung, einen Punkt vor Manchester City. Die Verhandlungen mit Milinkovic-Savic passen soweit, wir könnten ihn also sofort verpflichten. Ich warte da aber noch weitere Scouting-Ergebnisse ab und ja, wir springen rein. Komm, Dean Henderson, heute darf er mal spielen. Ich hoffe, das wird trotzdem passen, auch wenn wir dadurch einen herben Chemieverlust hinnehmen müssen. Kunde spielt im Außenverteidiger. Ne, wir müssen auch ohne Maguire spielen. Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut in Sachen der Chemie. Aber wir probieren es mal. Ja, dann links Williams. Oh, ich weiß echt nicht, ob wir so gewinnen können. Also könnte gut sein. Guck mal, wenn wir der Rehe auf die 6 stellen würden, würde das einfach einen Chemieboost geben. Ja, wir probieren es mal. Ich hoffe, das Ganze wird auch so klappen. Oh, das ist echt immer so ein Problem. Wenn du nur einen Kapitän hast, der einen Chemieboost bringt, dann kann das schon echt, ja, sehr, sehr unangenehm werden, wenn man das mal so sagen darf. So machen wir das jetzt hier vorne. Und dann geht die Kapitänsbinde an Scott McTominay. Rashford spielte. Dann geht sie an Rashford, der einfach eine 87 mittlerweile hat. Richtig, richtig stark. Hoffentlich gewinnen wir gegen Newcastle. 2:0. Alles perfekt. City gewinnt auch. Also war es wichtig, dass wir hier dieses Spiel gewinnen. Und damit sind wir soweit, glaube ich, durch. Wir gucken uns jetzt hier noch kurz an, wer bester Spieler Asiens wurde. Ja, wen es auch immer interessiert. Es wurde Bakambu, okay, den kennt man sogar aus Europa. Lange Zeit in Spanien gespielt. Und dann gucken wir noch, wer der beste Spieler Südamerikas wurde. Ich wette Dani Alves, weil er meistens wird zum Beginn einer Karriere. Okay, erste Saison wird es meistens Dani Alves, zweite Saison dann irgendein random Spieler. Aber das ist auch alles nicht so wichtig. Viel wichtiger wäre es, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Morgen gibt es schon wieder die nächste Folge der Manchester United Karriere. Dann spielen wir gegen Leeds United und mal gucken, was wir noch machen werden. Ich denke, ein bisschen uns um die Transfers kümmern. Vielleicht spielen wir dann noch gegen Leicester. Mal gucken, ihr werdet es sehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich da wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.